Also hallo Leute, heute ein bisschen eine andere Location, weil ich bin gerade erst aufgestanden und es ist gerade Viertel vor eins und heute ist Muttertag, deswegen backe ich für meine Mutter eine Torte, Kuchen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, habe ich das bei der TikTokerin hier gesehen, ich sage das jetzt einfach mal, ne? Und ja, also ich fange jetzt einfach mal an. Also hier sind es so Speisestärke und Backkakao, Lebensmittelfarbe, eine andere habe ich leider nicht gefunden, Vanille, Zucker, Backpulver, Weizenmehl und Puderzucker und da hinten steht auch noch Butter, aber die muss gleich noch ein bisschen geschmolzen werden, weil die ist noch hart. Und ja, dann halt noch so ein Mixer, ich wollte gerade unbedingt sagen. Und dann ist hier noch so eine Backform. Oh, haben wir die doch noch? Okay. Auf jeden Fall muss noch was gemacht werden, aber das ist mit Frischkäse und Mascarpone gemacht und Schlagsahne, also das ist halt diese Creme. Und ja, ich fange jetzt einfach an. Also ich habe schon Butter reingemacht und ich mache doppelte Menge, weil wir haben so eine große Form. Oh, also keine Ahnung, auf jeden Fall machen wir auf jeden Fall. Dann machen wir einfach das Doppelte. Und ja, also eigentlich sind es 125, ich kriege das nicht raus. Ich glaube, das muss auch nicht raus. Auf jeden Fall haben wir da jetzt 250 Gramm Butter. Und jetzt kommen dann noch, wie viel? 400 Gramm Puderzucker. Boah, das ist ja voll viel. Passt überhaupt alles hier rein? Was mit da jetzt alles drin ist. Ja. Also das Ding ist, wir haben jetzt hier nur so 250 Gramm Pakete und ich kann überhaupt nicht schätzen. Und ich habe keinen Bock, das jetzt irgendwie zu wiegen oder so. Deswegen muss ich jetzt irgendwie die Hälfte machen oder so. Was hat mich jetzt ein bisschen? Noch ein bisschen, oder? Ja, reicht, ne? Ich glaube, das passt. So. Jetzt kommt eine Packung, also zwei Packungen Vanillezucker. Boah, also wenn der nicht süß ist, ne, Alter, guck mal, wie viel Zucker da drin ist. Geil. Und jetzt noch vier Eier. Also jetzt kommen noch vier Eier rein und ich bin gerade ein bisschen am Struggeln, weil das passt da niemals alles rein. Jetzt gleich müssen da noch 500 Gramm Mehl da rein und so. Und das ist schon halb voll. Ja, und ich kann Eier-Dingsen nicht, also lacht mich bitte nicht aus. Stück Schale drin. Habe ich? Nee, jetzt ist es weg. Ah, nee, da ist es auch. Da. Ah, geil, ich hab's. Bah, jetzt bin ich voll mit Ei. Das ist echt egal. Ich krieg das Ei einfach nicht auf. Guck mal, wie groß das Stück ist, was da jetzt drin ist. Ich hab ungelogen bei jedem ein Stück verloren. Nee, bei einem nicht. Boah, jetzt nehme ich einfach diese Butterlöffel. Das sieht ein bisschen hässlich aus, aber. Super. Jo. Ja, und jetzt müssen wir es erstmal ein bisschen schaumig rühren, wie sie so schön sagt. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Ich mache jetzt erstmal ganz leicht. Wie lustig! Oh, ich habe das noch nie benutzt. Das ist aber heiße. Es sieht irgendwie nicht so aus, als würde das funktionieren. Das klappt nicht. Das klebt die ganze Zeit an der Seite fest oder muss das so sein? Ich habe davon keine Ahnung. Oh mein Gott. Also machen wir jetzt ein halbes Paket Mehl da rein. Also eigentlich sind es 250, aber wir machen 500, weil wir das Doppelte machen. Okay. Boah, das passt niemals alles da rein. Und immer sagen, was er wollt. Ist das schon die Hälfte? Nee, oder? Also jetzt kommen 4 Esslöffel Backkakao da rein. Und ich wusste gar nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen normalen und Backkakao. Hat meine Mama mir gerade erklärt. Also kommen jetzt eigentlich 2, aber wir machen 4 Esslöffel. So. Wow. Ästhetisch. Und jetzt kommt noch eine Packung Backpulver. Also eigentlich eine halbe, aber wir machen eine ganze. Genau.
Okay, jetzt weiß ich, warum jetzt alles durchgesiebt hat. Also hier hat das alles in der Extraschüssel gemacht und durchgesiebt, aber wir haben kein Sieb und ich habe das mit auch eigentlich zu viel Aufwand. Deswegen mache ich das nicht. Und ja. Ja, wir machen das jetzt kurz mit dem Handwechsel, damit das gleich nicht irgendwie rumläuft mit dem Bild. Also eigentlich muss man erst so diese trockenen Zutaten reinmachen, die wir jetzt gerade direkt reingemacht haben. Und dann abwechselnd immer mit Milch, aber habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also sieht das jetzt so aus. Reicht, oder? Das hat nicht geklappt. Also leider haben wir jetzt nur so eine Pulverlesung. Ich mache jetzt einfach mal erstmal eine Packung rein. Ah, was ist das denn? Also, jetzt, wenn das jetzt rot wird, ich rühre einfach mal. Warte. Das wird eher nicht rot. Das sah doch ekelig aus. Also ein Paket hat gar nichts verändert, also ich glaube, Farbe ist ein bisschen scheiße. Also wir haben jetzt noch ein Paket, aber ich glaube auch nicht, dass da jetzt noch irgendwas passieren wird. Deswegen wird der Kuchen jetzt einfach kackbraun. Das ist jetzt ein bisschen traurig, weil eigentlich sollte der schön rot werden, weil wegen Liebe und so. Scheiße. Und ja, das ist ein bisschen traurig jetzt, aber passiert, ne? Ich fette jetzt gerade die Form an, weil ich Angst habe, dass es kleben bleibt. Und danach gebe ich das da rein. Und ja, dann machen wir, während das im Ofen ist, für 40 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze, machen wir dann diese Creme. Ja, was soll man dazu noch sagen? Wow, der Look so wonderful. Okay, reicht kein Bock. Jetzt machen wir den Teig da rein. Der sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, deswegen habe ich ein bisschen Angst. Aber das wird schon. Ich habe viel zu viel Butter da reingemacht, wurde mir gerade gesagt. Aber was soll man machen? Passiert halt manchmal, ne? Das hier. Sieht schon aus wie eine Flitsche. Wow. Also das mit dem Roten hat ja irgendwie nicht so funktioniert, aber jetzt ist es so ein bisschen so braun, rot, rötlich, kacke. Wie soll man das sagen? Also es sieht schon ein bisschen schöner aus als vorher. Aber hätten wir so richtige Lesefarbe gehabt, wäre voll cool gewesen. Dann wäre es sofort schon rot geworden. Aber gab es bei Kaufland nicht. Haben wir nicht gefunden. Scheiße. Voll schön. Also jetzt kommt 200 Gramm Frischkäse rein. Also eigentlich 100, aber jetzt machen wir 200, weil doppelt und so. Und ja, passt. Das bröselt ja. Schlimm. Gefällt mir nicht. Das geht nicht. Das war ein bisschen zu viel, glaube ich, aber ist egal. So, jetzt kommen 125, also 250 Gramm Mascarpone. Warum haben wir denn 3 Stück? Jetzt kommt hier genau eine Packung rein. Also eigentlich 125 hier für die Mathematiker. Aber wir machen jetzt 250. Warum geht das nicht? Joa. Kann man Mascarpone auch so essen? Das sieht so cremig aus. Schmeckt das? Schmeckt das ehrlich? Wie cool. Ich dachte, es schmeckt jetzt wieder so wie so ein Frischkäse oder so. Sieht alles gleich aus. Disgusting. Ja, also wir haben jetzt noch Puderzucker reingetan. Eigentlich 55, aber wir haben jetzt 110 gemacht. Ja, also jetzt machen wir noch weiter mit 2 Packungen von Vanillezucker. Also, normalerweise eine Packung, jetzt 2 Packungen. Digga, ich mich wie im Kindergarten, dass ich alles erklären muss. Ich find's inkompetent, das ist so genug, das ist so lustig. Also nochmal sorry, dass man heute mein Gesicht nicht sieht. Ich bin, wie gesagt, gerade erst aufgestanden.
Und ich hatte keinen Bock, mich fertig zu machen. Deswegen sieht man mich jetzt nicht. Ja, und jetzt erstmal verrühren und danach. Also jetzt kommt halt noch Schlagsahne rein, das wird dann alles sahnig geschlagen. Oh, hoppla. Dauert das immer so lange? Das ist ja voll umständlich. Ey, heute ist es voll warm, ne? 30 Grad einfach oder so. Voll schön. Ich lieb's, okay. Also die Creme ist jetzt fertig, aber wir haben die jetzt abgedeckt und tun dann mal im Kühlschrank, bis der Kuchen fertig ist, weil der ist nicht mehr annähernd fertig. Meine Mutter hat da gerade so drauf gedrückt, dass einfach auch wie so ein Wasserbett Wasser wackeln war, weil so ein Kuchen dann nicht fertig ist. Und ja. Also der Kuchen ist jetzt fertig, der sieht ein bisschen kacke aus. Aber wir schneiden den jetzt einfach hier so in der Mitte durch mit so einem Faden. So. Genau. Also weil es gerade so hässlich aussieht, schneide ich jetzt hier das oben ab. Hier habe ich ein bisschen verkackt, da ist jetzt so ein Loch drin, ne? Aber naja. Auf jeden Fall schneide ich das jetzt gerade ab. Oh mein Gott, alles ist krümelig. Wir haben das gerade auch mit so einem Faden, also mit diesem Faden haben wir das probiert, aber es ging nicht. Und jetzt passiert das hier. Oh mein Gott. Das wird hässlich. Oh mein Gott, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Egal, es geht um den Gedankengang, wie nennt man das? Allein der Gedanke zählt. Oh mein Gott. Da hebt alles ab. Da ist gleich so ein Riesenloch drin. Also, ja, hier sitzen gerade alle am Tisch, also wundert euch nicht, wenn die jetzt gerade am Reden sind. Also hier ist die Torte, also wir haben das jetzt so in zwei Stücke geschnitten. Und jetzt mache ich gleich die Füllung hier so rein und spitze erstmal hier so einen Kreis drauf und dann hier am Rand noch so schöne Punkte, damit das so schön aussieht. So wisst ihr, was ich meine? Ja, ne? Nein. Und jetzt kommt das hier rein erstmal. Genau. Also wir haben ja den Rand verkackt, deswegen machen wir es jetzt doch anders. Halte mal. Wir machen es jetzt deswegen doch anders. Also ich schmier einfach am Rand noch so da drauf, so bis, ich glaube, das reicht erstmal. Sieht auch noch ein bisschen dünner aus. Also ich habe ein bisschen verkackt. Wir haben das jetzt wieder ein bisschen härter gemacht. Und jetzt versuche ich hier irgendwie das drauf zu. Wie cool! Oh mein Gott! Cool. Das sieht echt scheiße aus. Das ist gar nicht in der Mitte. Egal, das sieht ja keiner. Oh mein Gott, das ist Werbung oder was machst du hier? Oh. Ja, natürlich, hier, folg mal bitte. Ich dachte, das wäre ein Mini-Schuh gewesen. Ich war voll enttäuscht. Ich auch. Ich war voll enttäuscht. Dann kann man ja trotzdem als Mini-Schuh gewesen benutzen. Bist du dran, ne? Ja, ich bin dabei. Also, das ist viel zu flüssig. Nur mal so für so nebenbei. Also, es wird am Ende zusammenbrechen. Joa. So, und jetzt schneiden wir noch die Erdbeeren ganz klein und machen die so in die Mitte, so wisst ihr? Da kommen die da rein? Ja. Also so sieht das jetzt aus. Wir haben das jetzt einfach so drauf geklatscht und ja, jetzt so machen wir das obere Stück noch drauf. Um Gottes Willen. Ich würde sagen, dass wir klatschen noch das obere Stück drauf. Das sieht richtig gefährlich aus. Nee, das ist zu weit am Rand. Welchen? Ich bin hier am Rand. Ja, also in der Mitte so. Nicht. Ja, aber es geht. Sieht voll okay aus.
Das sind die ganzen Furzgeräusche. Hast du gehört? Ja. Ich dachte, ich hab schon ein falsches gesagt. Wow! Das sieht gar nicht so schlecht aus! Oh mein Gott! Aber das mach mir so ein kreismäßig. Ich hätte die andersrum hingelegt. Mach mir so sternkreismäßig. Weißt du, was ich meine? So sternkreismäßig. Mine. Oh nee, die ist zu klein. Die hättest du. Vielleicht fehlt dir so eine Erdbeere. Aus dem Knick in der Optik. Ich hab nicht hingeguckt. Ich dachte, ich mach mal so kurz so einen auf cool. Warte mal, wie die funktioniert. Wie ekelig, da passt jetzt keine mehr zwischen. No. Die Kleine hätte dazwischen gepasst. Stimmt nicht. Perfekt! Murp. Was ist Musik hinter? Hm? Das ist ästhetisch. Total. Ich weiß. Also das ist die fertige Torte. Cool. Ja, das filmen wir jetzt nicht mehr. Das sieht sehr ästhetisch aus. Sieht aus wie eine schöne sieht Sonne. Das ignorieren wir jetzt. Aber ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus wie am Anfang. Und ja, auf jeden Fall essen wir die jetzt gleich und grillen noch. Und ja, schöne Lacoste-Schuhe, oh mein Gott. Auf jeden Fall. Ja, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn jetzt, gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Und ich will euch noch mal kurz sagen, wie lange es jetzt gedauert hat. Wir haben um 12:30 angefangen, 12:45. Und es ist jetzt gerade 17:45. Ich dachte, wie lange es dauert. Ich dachte, das dauert so eine Stunde vielleicht. Ja. Hab vergessen, dass er auch noch abkühlen muss und so eine Kacke. Und ja. Das war's mit dem Video. Und ja, bis zum nächsten Video. Peace out.